So, guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zum, und da hätte ich mich jetzt schon besser vorbereiten können, ich glaube, es ist das dritte, vierte. Ah, hier, okay, da hätte ich mal nachfragen wollen. Wie, einige sind nämlich uns sehr treu, das freut mich, zum vierten Google Cloud Frühstück in Wiesbaden. Wir haben heute wieder drei Vorträge. Tatsächlich hat es diesmal, und da bitte ich euch sozusagen besonders wohlwollend zu sein, einige Herausforderungen gegeben, weil zwei von weiter her hätten anreisen wollen und der eine krankheitsbedingt und der andere geschäftlich bedingt leider ausfallen müssen. Insofern vielen Dank an den Volker Kettenbach, dass er heute hier ist und uns was über Google Developer Groups erzählt und an den Tobias Tacke, der ist da hinten, der uns heute ein bisschen sozusagen from the trenches, also aus dem wahren Entwicklerleben erzählt, was es heißt, so eine klassische Webportal-Anwendung in Google mit Kubernetes zu überführen und da auch zu betreiben. Da haben wir jetzt bei den letzten Malen schon so ein bisschen was drüber gehört, was Kubernetes ist, wie das funktioniert und da kann der Tobi vielleicht so ein bisschen auch von seiner Erfahrung berichten. Ich werde selber heute auch einen Vortrag halten und zwar über Google Hangouts Chat. Ich war ganz überrascht, dass es im gesamten Internet für mich nicht möglich war, jemanden zu finden, der eine Meinung dazu gepostet hat. Also es gibt ganz viele Leute, also so die ganzen Tech-Blogs und so in Amerika, die haben alle geschrieben, ja, das ist jetzt live. Irgendwann so Ende Februar war das, glaube ich. Also Google Hangouts Chat gab es jetzt ungefähr so seit einem Jahr in der Beta. Gab es nur ganz wenige Unternehmen. Und dann jetzt seit dem ersten Quartal diesen Jahres quasi für jeden in der G Suite verfügbar. Und da dachte ich, naja, dann gucke ich mir das einfach ab. Hat irgendwer schon mal bewertet und gesagt, was da alles gut und schlecht ist. Aber ich glaube, da sind wir sozusagen heute noch relativ frisch. Ich freue mich auch, wenn ihr vielleicht, ihr habt mit Sicherheit alle selber Erfahrungen mit Group-Chat-Systemen, die ihr selber privat oder geschäftlich nutzt, können wir so ein bisschen in Diskussion kommen, das würde mich freuen. Es gibt hier wieder dieses Buffet. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wir fangen nicht an, ehe es nicht aufgegessen ist. Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft, das aufzuessen. Insofern haut rein und bedient euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Volker. Du kannst uns ja gleich mal sagen, wie lange du Zeit hattest, um dich auf deinen Vortrag vorzubereiten. Und vielen Dank für so etwa 29 Minuten. Etwas mehr als 29 Minuten. Vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Der Martin hat gerade was eine interessante Formulierung benutzt, und zwar das wahre Entwicklerleben. Das fand ich sehr schön, weil da stellt sich so ein bisschen die Frage, was findet denn sonst hier statt, wenn nicht das wahre Entwicklerleben? Er sagte es gerade, ich bin mal spontan eingesprungen, etwas über die Google Developer Groups zu erzählen, weil die vielleicht mehr von diesem wahren Entwicklerleben haben, als vielleicht andere Dinge, die im Google oder auch im sonstigen Entwickleruniversum im Jahr 2018 so stattfinden. Und das, was ich hier kurz erzähle über die Wiesbaden, über das Wiesbadener Chapter, das ist gerade mal 24 Stunden alt, weil das ist gestern von Google gegründet worden oder von mir und Google. Und das ist jetzt ganz lustig, dass ich es heute schon präsentieren kann. Ich hätte es frühestens in 4 Wochen eigentlich getan, wenn jetzt nicht krankheitsbedingt eine Lücke aufgegangen wäre. Ganz kurz zu mir. Der Martin hat es schon gesagt, ich bin der Volker Kettenbach. Ich bin 41 Jahre alt, wohne hier gleich um die Ecke, habe ursprünglich mal Bankkaufmann gelernt, Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt studiert. Mit Linux und dem Internet bin ich etwa seit Mitte der 90er Jahre schon beschäftigt, also war schon relativ früh mit diesen Themen dabei und bin seither im Herzen auch definitiv immer ein Techie geblieben. Technologie interessiert mich extrem. Viele von den Dingen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, haben was mit Technik zu tun. Bis auf 2 Jahre, wo ich mal Manager bei der Deutschen Telekom AG war, ich immer Unternehmer und habe in der Zeit eine ganze Menge Sachen auf die Beine gestellt. Und die Dinge, die hier unten sind, sind gerade die, die mich akut auch beschäftigen. Und wie Cosmo ist mein
eines von drei Ventures, wo ich sozusagen drin bin, wo wir sehr, sehr intensiv uns mit den Themen, die die Google Cloud oder die Cloud im Allgemeinen sozusagen heutzutage bringt, beschäftigen. Wir benutzen in der Tat bei der Vicosmo mittlerweile gute Teile des Google-Universums oder planen zumindest dahin zu kommen. Das heißt, ich selbst und auch die Firma, wir sind kein Anbieter von irgendwelchen Cloud-Produkten, zumindest nicht diesen technischen Produkten. Was wir machen, ist Software as a Service für ganz, ganz andere Branchen, die eigentlich sehr wenig mit Technologie grundsätzlich mal zu tun haben. Und ich sage mal, aus dieser Historie heraus, die ich habe und dieser Tätigkeit bei der Vicosmo, entstand bei mir so ein bisschen der Wunsch, sich auf der Ebene der Praxis, also der, wie hat es der Martin gesagt, der wirklichen Entwicklungsthemen, ich habe schon wieder vergessen, was die Formulierung war, die war sehr gut gewählt, ja, also mit den echten Sachen zu beschäftigen. Als ich in den 90ern zu Linux kam, Kernel 1.1 damals, 10 Disketten, später schon eine CD, 3 Wochen gedauert, den zu compilen auf dem 486er, da gab es sowas wie Linux User Groups. Da gibt es zumindest laut der Liste, die das Linux Magazin im Internet bis heute pflegt, etwa 250 Stück davon in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Meines Empfindens nach sind oder möglicherweise waren die zumindest damals schon eine absolut wichtige Sache rund um die GNU-Linux-Community. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt von erfahrenen Unix-Hasen oder im Austausch mit anderen, die da auch neu zu Linux kamen, was damals halt auch wirklich neu war. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist der Status heute davon? Ich habe mich die letzten Jahre nicht mehr mit so Themen beschäftigt. Peter, du hast da vielleicht noch dann den ehesten. Gibt es sowas noch? Sind noch welche aktiv? Also Peter bejaht das. Er sagt durchaus, wenn man ein bisschen googelt und es an den Webseiten, die die haben, misst und mal schaut, wann haben die da zuletzt was veröffentlicht oder was sie zum Beispiel in irgendwelchen Social-Media-Kanälen machen, würde ich sagen, da ist nicht mehr leider nicht mehr allzu viel los. Jetzt hat sich in der letzten 20 Jahren die Welt ja ohnehin weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob Linux selbst noch so der heiße Scheiß ist wie damals. Heute denken wir über Microservices und Container nach. Wir packen all das rund um Linux und GNU, was es so gibt, ohnehin ein, deployen das auf PaaS oder SaaS-Plattformen. Die Kommunikationsformen sind andere. Damals hatte man die Mailingliste mit Mailman oder Majordomo oder sowas. Heute macht man Social Media oder benutzt dieses Meetup, was jetzt hier zum Beispiel auch für diese Veranstaltung das Medium war, uns zusammenzubringen und so weiter. Und daraus entstehen auch einfach neue Community-Aktivitäten. Und eine der Community-Aktivitäten, die ich jetzt besonders interessant fand, wo ich jetzt gerade vor ein paar Wochen überhaupt erst drauf gestoßen bin, ist, dass Google Developer Groups, ich sag mal, unterstützt und ein bisschen fördert, ja. Was ist eine Google Developer Group? Die Google Developer Group steht absolut in der Tradition dieser Linux User Groups oder auch anderen User Groups. Das heißt, es ist vollkommen von der Community getrieben. Wir selber als die Developer, die im wahren Leben sozusagen unterwegs sind, müssen da aktiv werden. Grundsätzlich ist es offen für jeden. Google unterstützt das Ganze. Google unterstützt jetzt mich, aber nicht mit Geld, sondern ausschließlich mit der Vernetzung. Ich werde auf der Webseite gelistet oder die User Groups werden auf der Webseite gelistet, die Ansprechpartner werden genannt. Es gibt interne Kommunikationsformen, um sich so ein bisschen abzustimmen. Und ansonsten muss man das aber wie eine Linux User Group damals einfach aus der Basis heraus organisieren. Das Ganze ist eine Non-Profit-Geschichte. Ich verdiene da kein Geld mit. Wie gesagt, meine Firma hat auch überhaupt gar kein Interesse mit Cloud-Produkten, technischen Cloud-Produkten Geld zu verdienen. Es ist auch keine Plattform für Sales- und Marketing-Pitches, sondern es geht darum, in offenen Formaten wie Stammtischen, Hackathons oder was auch immer sich entwickelt aus der Zusammenkunft der Entwickler, das zusammen zu machen. Ich sag mal, es ist Peer-to-Peer, kein Client-Server. Ich oder andere,
Wir sind nicht der Server und ihr die Clients, sondern wir sind ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Es lebt am Ende von Austausch, vom Teilen und vom Lernen. Und das Teilen und Lernen ist bei den Linux-User-Groups eigentlich immer so das Thema gewesen. Heute nennt man das Teilen, Sharing. Damals hat man gesagt, lass uns mal treffen oder so. Ja. Bisher gibt es 41 dieser Google Developer Groups in Dach. Weiß nicht, ob hier alle drauf sind. Ich glaube, die Karten sind nicht ganz up to date. Und wir in Wiesbaden sind die Google Developer Group Nummer 42. Das lädt natürlich ein, uns einen Claim zu verpassen, der heißt Don't Panic. Und ich persönlich finde das mit dem Don't Panic auch eine ganz gute Sache. Weil jetzt, nochmal kurz basierend auf meiner Historie, so Linux, Linux User Group und, habe mich die letzten Jahre nicht mehr ganz so intensiv mit so Themen beschäftigt, weil ich ja andere Managementaufgaben hatte. Und ich muss sagen, manchmal könnte ich Leute gebrauchen, mit denen ich ein bisschen die Panik daraus nehme. Weil Kubernetes alleine ist ein so krass wichtiges, großes Thema, wo man sich, glaube ich, schon mit beschäftigen muss, wo ich manchmal auch echt Schweißperlen auf der Stirn habe, wenn ich mir die Dokumentation von diesem Ding angucke, was größer ist als alles, was ich je gesehen habe. Dann gucke ich mir Videos auf YouTube an, dann versuche ich dem Peter irgendwas aus dem Kreuz zu leiern, der aber auch beschränkt Zeit dafür hat. Ja. Und dann gerate ich manchmal so ein bisschen in Panik, weil ich mir denke, alter Schwede, ich stehe komplett alleine da und ich will ja unsere Legacy-Anwendungen auch auf solche Plattformen heben, weil ich denke, dass das definitiv die Zukunft ist. Wie mache ich das eigentlich? Deshalb habe ich gesagt, komm, lass uns diese Google Developer Group in Wiesbaden einrichten und uns zu Beginn, um sozusagen nicht zu paniken, einmal im Monat zu treffen. Beginnen wollen wir mit etwa Mitte Mai. Genauen Termin werden wir dann über die Channels pumpen. Topic wird jetzt am Anfang erstmal sein, Google Compute Engine und alles, was damit zu tun hat. Das ist offen auch für andere Themen, aber ich setze das jetzt einfach mal so ein bisschen fest, weil insbesondere heute jetzt zum Beispiel der Kubernetes-Talk und so weiter, das passt da auch ganz gut rein. Also wer sich für Google virtuelle Maschinen oder sagen wir mal so ein bisschen die containerisierte Version von virtuellen Maschinen Kubernetes interessiert oder ganz, das ganz High-Level-Produkt, die Google App Engine oder sich zum Beispiel auch für so Themen wie das VPC, das XPC oder die VPN-Netzwerke von Google interessiert, da spricht ganz selten in der Öffentlichkeit irgendjemand drüber. Ich muss aber sagen, wenn man sich damit mal beschäftigt, ist auch eine Wissenschaft, ist echt krass, was man da machen kann. Sind so Themen, das sind nur Beispiele oder eben Migrationsfragen. Wie komme ich denn dahin mit meinen Sachen, die ich schon habe? Weil ich sage mal, jeder, der ein bisschen länger dabei ist und nicht eine App from scratch new macht und damit auch ein Startup neu macht, was alles neu macht, so wie bei mir, der schleppt halt einfach auch ganz viele Legacy, die Buchhaltung, die muss auch irgendwo hin. Ja? Und die gibt es nicht als Docker-Container und so weiter. Format würde ich jetzt am Anfang einfach mal den Stammtisch nehmen, schlicht und einfach, weil das am einfachsten ist und weil der Dominik Hofmann vom Heimathafen schon gesagt hat, yeah, findet er cool, der Heimathafen stellt die Räumlichkeiten dafür. Termin müssen wir noch zusammen finden, wie gesagt, so etwa Mitte Mai. Ich höre da hinten. Ich höre einen Freudenschrei aus der letzten Reihe, das ist schön. Ja, genau. Das haben wir alles seit Dienstagnachmittag geklärt. Dominik ist dabei. Den treffe ich nächste Woche nochmal, um die Details klar zu machen. Und dann soll es auf jeden Fall losgehen. Ziele ist eben Erfahrungen teilen, gemeinsam lernen. Und dann kann man auch darüber sprechen, ob man zum Beispiel neue Formate einrichtet. Stichwort Formate. Natürlich ist das jetzt weder eine Konkurrenz noch ein Ersatz für das, was wir hier machen oder für andere Formate wie den Tech Talk von Seibert Media oder irgendwelche Formate, die andere in der Stadt oder der Umgebung machen. Es ist einfach ein ergänzendes Grassroot-Projekt sozusagen, was da wunderbar parallel existieren kann. Genau. Der Heimathafen ist auf jeden Fall im Boot mit den Räumen. Von Seibert Media, dem Paul, habe ich halt auch schon die Zusage, sollte das im Heimathafen mal nicht hinhauen oder zu groß werden für den Heimathafen oder Technik gebraucht werden, die der Heimathafen nicht hat, weil vielleicht intensiver präsentiert wird, als es im Heimathafen möglich ist, oder Hackathons veranstaltet werden, wo man so Tische hier und so braucht, dann ist Seibert Media an der Stelle auch mit im Boot. Und ich persönlich letztendlich, sind diejenigen, die die organisatorische Rolle momentan so ein bisschen wahrnehmen. So,
Soweit auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ich will jetzt mal ganz kurz noch ein paar Fragen an euch stellen. Und zwar, Hand hoch, wer würde kommen? So, 2, 4, 6, 7, 7,5. So, das ist prozentual gesehen, wenn man bedenkt, dass nicht so wahnsinnig viele Leute heute da sind, ist es ein gutes Ergebnis. Wer von euch war denn mal in einer Linux-User-Group organisiert? 1, 2, 3, 4. Okay, ja. Wen interessiert dieser Themenkomplex virtuelle Maschinen, Kubernetes und so weiter? Also ist immer eher die Infrastructure, weniger die Plattform- oder Software-Seite von Google. Das sind auch so roundabout 4, 5, 6, 5,5. Tobias ist immer als halb. Wen interessiert Kubernetes? Die gleichen. Okay. Wer interessiert sich für die in der Google-Welt eher für diese High-Level-Geschichten? APIs, Machine Learning, TensorFlow, Vision API? Auch ein paar. Okay. Scheint etwa die Hälfte scheint an allem sehr interessiert zu sein. Gut, ja, dann wunderbar. Dann habe ich so ein bisschen ein Gefühl. Denkt ihr, dass das eine gute Sache ist? Soll man das machen? Ja, die Frage war, über welche Kanäle jetzt Informationen ausgetauscht werden. Genau, ja. Ja, ich gebe jetzt mal kurz das, was wir momentan an Kanälen haben. Und das ist aber noch nicht alles, was wir an Kanälen haben können. Ich habe gestern einfach mal kurz eine Webseite zusammengetackert. Das ist vielleicht ein bisschen good old fashioned, aber letztlich werde ich da schauen, dass wir so einen One-Pager haben, wo mal draufsteht, hier ist unsere Meetup-Gruppe, hier ist vielleicht eine Facebook-Gruppe, ein, weiß der Herrgott, was das wissen, weiß ich selber noch nicht so genau, wo das hinläuft. Meetup wird auf jeden Fall das Tool sein, wo wir die Veranstaltungen hinsichtlich der Teilnehmer und der Anmeldung zur Planung, genau wie das bei diesen Talks hier auch stattfindet, mitmachen werden. Das ist auch meines Erachtens ein sehr gutes Tool. Ob ich noch eine Mailingliste mache, ob wir Facebook oder was weiß ich was, keine Ahnung, es gibt ja 1000 Möglichkeiten machen, das weiß ich schlicht und einfach noch nicht so genau. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was die Teilnehmer am Ende wollen. Noch eine Frage, ja? Gibt es schon eine Idee für den Wochentag? Sagen wir mal so, der erste Tag, den ich momentan so ein bisschen im Auge wäre ein Mittwoch. Okay. Aber das liegt ein bisschen an den Feiertagen, weil da die Donnerstage und die Freitage meistens total blöde sind und weil jetzt diese ganze Brückentagszeit kommt. Das aber muss man nochmal sehen. Gibt es irgendwelche Wünsche, was terminliche Geschichten angeht? Ich für meinen Teil würde es an den Feierabend legen, wie der Tech-Talk zum Beispiel. Aber damit ist zum Beispiel der Freitag auch raus, weil das ist ein Tech-Talk-Termin. Aber auch nur einmal im Monat. Aber auch nur einmal im Monat, das stimmt, ja. Aber der Freitag hätte den Charme, dass der Tag danach dann halt so ein kleines bisschen später anfangen kann, je nachdem, wie lange sich sowas hinauszögert dann abends. Ja, okay, nehme ich zur Kenntnis. Wobei meine persönliche Ausrichtung wäre, das, sagen wir mal, vielleicht um 6 beginnen zu lassen, dass man zu irgendwie noch ziviler Zeit zu Hause ist. Ich bin ja auch über 40, da muss man auch früh ins Bett. Ja, aber das können wir sehen. Ich werde mal schauen, wie wir das am besten aufgleisen, ob man das auf Meetup machen kann, die Leute mal zusammenzutrommeln, um sie in der digitalen Form miteinander zu verbinden oder ob er das über irgendwelche anderen Tools noch machen kann, wo man vielleicht mal so eine kleine Umfrage machen kann. Was wäre dein Lieblingstag oder irgendwie sowas? Das müssen wir einfach mal schauen. Es hängt auch noch ein bisschen vom Heimathafen ab, wie die jetzt frei sind. Da gibt es ja auch so regelmäßige Formate, zum Beispiel den Donnerstalk. Und dann ist der Donnerstag natürlich auch immer vielleicht ein bisschen, wobei der auch nicht jeden Donnerstag stattfindet. Aber ich muss gucken, was Dominik da so zusagt. Volker, ja. vielen herzlichen Dank für deine Community-Aktivität. Ich glaube, das ist nochmal einen besonderen Applaus. Ihr müsst jetzt lauter klatschen, weil wir heute nicht so viele sind, wert. Was ich sehr cool finde, ist, dass der Volker auf diese Weise zeigt, wie viel man sicherlich auch mit Google-Technologie, aber generell mit Internet-Technologie heute in kurzer Zeit auf die Beine stellen kann. Also eine Website hast du gebaut, ja. Du hast dich mit Google abgestimmt, du hast Organisatoren gewonnen, hier den Vortrag vorbereitet, Fragen gestellt. Und also vielen herzlichen Dank
für dieses Engagement. Gerne. Bis auf die Website ist auch alles mit Google-Technik gemacht. Ich hätte es gerne. Und die Website hast du mit was gemacht? Ich hätte es sehr gerne mit Google Sites gemacht. Und es scheiterte da aber daran, dass in dieser neuen Version von Google Sites das Zuweisen von der Domain, die ich mir schnell besorgt habe, nicht funktioniert hat. Die haben da momentan irgendwelche Probleme. Und mit dem klassischen Google Sites, das war mir einfach too ugly. Wir brauchen das gar nicht so werblich zu machen. Ja? Also mit was hast du es denn gemacht? Ich habe mir ein HTML, ich habe so ein Standard. HTML, okay. Ich hab so ein Standard-Template, wo wir so One-Pager mitmachen. Das habe ich dann einfach mal auf. Und das ist auf meinem Apache, auf einer VM. Und, vielen Dank, Volker. Fertig. Super. Dann habt ihr noch Fragen, die ihr dazu stellen wollt? Irgendwelche, gab ja jetzt schon ein paar Anregungen zu Tagen, Uhrzeiten, irgendwelche Erfahrungen, die ihr mit anderen Meetups gemacht habt, die ihr dem Volker mitgeben wollt? Keiner? Dann würde ich den Tobi mal bitten. Yes, Peer-to-Peer, kein Client-Server. Nochmal zu dieser Google-Gruppe. Gibt es da in Frankfurt auch eine? Es gibt in Frankfurt eine, in der Tat. Kontaktaufnahme ist auch geplant. Von Google gibt es eine Community-Managerin in München, die mit denen allen vernetzt ist und die auch schon mir gesagt hat, wir lernen dann mal die Nachbarn kennen. Ich habe aus eigener Erfahrung, was ich so ein bisschen gegoogelt habe und auch was ich von Google da gehört habe, ist, dass die Frankfurter nicht so wahnsinnig aktiv sind und wohl irgendwie Themen auch hatten, die so alle sehr weit von dem weg sind, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir von Wiesbaden da mal ein bisschen Schwung. Also reinbringen. Wenn jemand aus Frankfurt zuschaut oder in Frankfurt ist, dann freuen wir uns, wenn wir da also formal gemeinsam aktiv werden können. Ansonsten sagt auch die Google-Managerin, dass die Varianz in der Aktivität der Google-Gruppen außerordentlich groß ist. Es gibt welche, die sich wirklich wöchentlich treffen. Und es gibt welche, die sich einmal im Quartal das sozusagen zu machen, was das Minimum von Google ist, wo die sagen, zählt für uns noch als Google-Gruppe. Wenn du weniger an Aktivität entfaltest, dann löschen wir dich vielleicht auch aus der Liste. Bitte? Katharina und dann irgendwas mit L. Ich müsste gucken. Eine junge Dame in München basiert. In München sitzen zwei Personen, die diese Dach-Communities organisieren. Wie gesagt, mit Vernetzung und Goodwill, sage ich mal. Ja. Vielen Dank, Volker.